Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist Lost Planet 3. Gespielt am PC und aus dem Hause Capcom. So, dann wollen wir uns einmal gemeinsam hier ganz kurz im Menü umsehen. Ich habe es noch nicht angetestet, ist wirklich das erste Anspielen von mir. Ich würde sagen, umschalten lässt sich jetzt hier im Moment nur mit den Tasten. Ich gehe einfach direkt mal Multiplayer, das mal außen vor. Ich gehe direkt mal mit euch gemeinsam in die Kampagne hinein. Neues Spiel, ja, Logo. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin wirklich kein Lost Planet Experte. Ich weiß, ich habe den ersten Teil vor 100 gefühlten Jahren mal auf der Xbox gespielt, den zweiten Teil ignoriert. Und ich wähle jetzt zunächst einmal normal hier als Schwierigkeitsstufe aus. Auf meiner Hand. Ganz ruhig, ich grabe dich aus. Dein Harmonisierer ist hin, aber du hast jetzt meinen. Gibt nicht viel Teeenergie hier, aber. Hat es geklappt? Sind Sie in Sicherheit? Denke schon. Der Einsturz hat Ihnen Deckung gegeben. Wenn Sie dem Plan folgen, sind Sie mehrere Meilen tief, wenn der Weg durchbricht. Gut, gut. Dann musst du weg sein. Vergiss es, alter Mann. Du bist meine Familie. Ich lass dich nicht hier. Mist, warum rührt sich das Ding nicht? Hast einen Dickkopf wie deine Oma. Alles meine Schuld. Hätte ich nur auf dich gehört. Nein, du hattest recht. Ich hab das alles verdient. Ist doch völlig egal, vergiss es einfach, bitte. Wenn man so lange Geheimnisse hatte, ist es schwer, sie preiszugeben. Du hast ein Recht, gewisse Dinge zu wissen. Dafür ist später Zeit. Hör auf. Komm schon! Verdammt! Diana! Hör auf. Okay. Weißt du, damals auf der Erde hat mein Vater geglaubt, man müsse seine Sünden beichten, um Vergebung für sie zu bekommen. Er hatte nie die Chance dazu, aber vielleicht ist das jetzt meine. Es stand schlecht um die Erde, als ich sie verließ. Ich war 32, als die mich angeheuert haben. Eine lukrative Chance voller Risiken. Als Teil unserer Expedition zu einer unbekannten Welt. 50 Jahre ist das her. 50 Jahre mit den Folgen meiner Entscheidungen leben. 50 Jahre, seit ich uns alle verdammt habe. Thank you.
Okay, ich denke, jetzt wird das Ganze starten. Verdammt, ist das kalt. Was meinen Sie, wann werden die nach uns suchen? Hängt davon ab, wie weit uns der Sturm abgetrieben hat. Wie auch immer, der Sender, mit dem man uns eigentlich hätte finden sollen, ist beim Absturz abgebrochen. Ohne ihn wird man uns kaum finden. Wir sollten ihn suchen. Sie bleiben hier, ich suche das Ding. Okay, willkommen in Dead Space 3. Benutze die Maus, um dich umzusehen. Nein, ich wollte ja lieber mit dem Controller spielen. Was ist da los? Wollen wir erstmal einen kurzen Check in die Options machen. So, die Optionen. Die Steuerung. Ich würde gerne mit dem Controller spielen. Kann ich das hier irgendwie? Was muss ich da machen? Der wird aber hier bei mir nicht erkannt und nicht ausgewählt. Moment. Stöpsel ihn mal einmal ein und aus. Und dann mal gucken, ob das dann wieder funktioniert. Ah ja, jetzt geht er. Okay, zur Grafik, meine Freunde. Wir spielen in Full HD im Vollbildmodus mit V-Sync und mit den höchsten Einstellungen, die das Spiel uns bietet. Da könnt ihr jetzt mal kurz schauen. Das sind nicht so sonderlich viele, aber mit denen spielen wir jetzt halt einmal und gucken mal, inwiefern Lost Planet 3 an Dead Space 3 erinnert. Es fehlt nur, dass er so eine Linie auf Boden wirft, oder? Grafisch jetzt, ja, interessant, sag ich mal. Doc, ich glaube, wir sind hier nicht allein. Bloß nicht der Transponder war. Ja, wollen wir das mal hoffen? Was muss ich hier machen? Irgendwoher? Hier, durch das Loch geht's weiter. Ich an seiner Stelle hätte einen Helm aufgesetzt. Uah! Was war das? Runtergerutscht. Okay, sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Stimmungsvoller als Dead Space 3, oder? Na, super. Habe ich eine Knarre? Ja, habe ich. Dankeschön. So, jetzt kommt da so langsam mal Schwung ins Spiel hier. Ganz schön, der pustet so ein bisschen Atem aus, seht ihr das? Aus seinem Mund und so, weil es ist ja kalt. Das sind immer so Details, die mich interessieren. Wow! Oh Mann. Ach du Scheiße. Na, das ging ja noch. Ich habe gedacht, das wären so Hunderte gewesen. Leichtes Deckungsfeature hier, oder?
Boah! Ey, hau ab! Ey. Ganz schön gemacht. Über Kim und Korn seht ihr quasi gleichzeitig die Munitionsanzeige. Da ist er. Natürlich an der letzten. Scheiße. Wow. Ah! Halleluja. Ich hoffe, das ist unser Freund. Nicht verzagen, mes amis. Hier kommt die Kavallerie. Hier, Baby. Das ist ja nice. Besten Dank. Du hast was bei mir gut. Oui, oui, le roi, c'est moi. Später, später. Geh zurück zur Kapsel und pass auf, dass du nicht plattgetrampelt wirst. Okay. Das war anscheinend der Einstieg in Lost Planet 3, meine Freunde. Kovac, Dr. Kendrick Kovac. Und nicht Kenny. Hey, Hutchins mein Name. Der freundliche Franzose ist LaRoche. Hast du eine Kanone mit großer Reichweite dabei? Ich nicht. Aber irgendwo in dem Schiff habe ich eine 3006er, altes Familienerbstück. Keine Ahnung, wo die ist. Aber ich habe ja meine Pistole. Das dürfte reichen. Sekunde mal. Ich ziehe mich nach drinnen zurück. Viel Glück da oben. Diese Diaz. Offenbar ein Original. Du bist ihr Ersatz. Sie war Freelancer wie du. Und dann ist sie verschwunden. Mann, diese Kapsel kommt keinen Moment zu früh. Ui, das Brot ist altbacken und die Pornos ebenso. Ich wette, Brad und Ach du Scheiße! Sind sie tot? Nein, ich hab's irgendwie geschafft, am Leben zu bleiben. Was jetzt? Dein Klimaanzug ist innerhalb der Versorgungsreichweite meines Mechs. Du solltest zusätzliche taktische Anzeigen sehen. Minikarte, Radar, Details zur Zuladung, solange du dich in der Nähe meines Mechs befindest. Tu me comprends? Abgemacht. Nutze dein Radar, um sich nähernde Feinde auszumachen. Pass auf! Hey, Anfänger! Sammle das leuchtende, orangefarbene Blut auf, das die Tiere zurücklassen. Das brauchst du für später, nicht wahr?
Verdammt, die Sneak hat es erwischt. Hey, du bist doch Ingenieur, oder? Kannst du sie reparieren? Ja, ich weiß jetzt, woran es hakt. Eine Sekunde. Anfänger, weißt du, wie man was repariert? Erst musst du die passende Reparaturfrequenz finden. Ja, danke, Boss. Ich weiß, was ich hier tue. Nur zu. So, meine lieben Freunde, an dieser Stelle nach rund 15 Minuten, also nach den ersten 15 Minuten aus Lost Planet 3, mache ich jetzt hier einfach mal einen ganz knallharten Cut und versuche mal so ein ganz kurzes Resümee zu ziehen. Ich finde es relativ komisch, dass die Zwischensequenzen beim Laden eine ganz schlechte Qualität haben und dass es dann im Spiel eine wesentlich bessere Beleuchtung hat. Also wir spielen jetzt halt auf den maximal höchsten Einstellungen. Das sieht auch in-game, finde ich, stellenweise ganz atmosphärisch und nicht schlecht aus. Das ist gespielt hier auf zwei Zotac GTX 780, also auch ausreichend Leistung. Und ja, ich bin mal gespannt drauf, was ihr da so von haltet, ob das ein Spiel ist, was es wert ist, Let's Play zu werden. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal zwei, drei Parts hintereinander am Stück aufnehmen. Freue mich auf eure Kommentare und sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!